Freunde, willkommen zur Türchen Nummer 9 unseres YouTube-Adventskalenders. Wir stellen euch jeden Tag ein neues Gadget aus dem Rettungswagen vor. Gemeinsam mit der Firma Pax veranstalte ich dazu noch ein Gewinnspiel. Ihr könnt diesen tollen Sitzsack gewinnen. Diesen Sitzsack gibt es nirgendwo zu kaufen, ausschließlich hier auf meinem Account exklusiv für euch zu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach. Alle 24 Videos schauen. In den Videos ist jeweils irgendwo so ein kleiner Buchstabe versteckt. Diese Buchstaben sucht ihr und findet ihr, erhaltet ein Lösungswort und mit diesem Lösungswort könnt ihr dann an der Verlosung für diesen tollen Sitzsack teilnehmen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und wir sehen uns jetzt gleich im Rettungswagen und zeigen euch das nächste Gadget. Viel Spaß! Freunde, willkommen hier im Rettungswagen. Heute gucken wir uns ein Produkt an. Dieses Produkt haben sich viele von euch in den Kommentaren gewünscht, haben gefragt, was ist das überhaupt, wann wird es eigentlich angelegt und für was ist es eigentlich? All das erfahrt ihr heute hier bei uns im Video. Wenn der Rettungsdienst zu einem Patienten kommt, der schwer verletzt ist, beispielsweise durch einen Autounfall oder durch einen Sturz aus einer großen Höhe und der Verdacht besteht, dass die Wirbelsäule betroffen ist, wird dem Patienten eine Halskrause angelegt. So sieht diese Halskrause aus. Und diese Halskrause soll die Wirbelsäule immobilisieren. Das bedeutet, gerade die Halswirbelsäule soll sich dann nachher nicht mehr bewegen können. Meistens wird das Stiffneck in Kombination mit der Vakuummatratze oder dem Spinelot verwendet. Ist nicht ganz angenehm, so eine Halskrause zu tragen, ist aber ganz, ganz wichtig, um Folgeschäden und weitere Schäden von dem Patienten abzuwenden und zu verhindern. Und deswegen legt der Rettungsdienst eine Halskrause an. Wie das genau funktioniert, beziehungsweise wie das aussieht, wenn die Halskrause angelegt ist, zeigen wir euch jetzt, weil der Thomas wird jetzt meiner Schwester Clara eine Halskrause anlegen. So, der Thomas zeigt es euch jetzt nochmal von nahem. So sieht so ein Stiffneck angelegt aus. Ist es sehr unangenehm? Es geht. Ihr seht, das Stiffneck ist angelegt. Das Stiffneck gibt es nicht nur für Erwachsene, weil wie beim Beatmungsbeutel auch, gibt es auch beim Stiffneck ein Kindermodell. Das sieht einmal so aus. Der Thomas hat sich gerade mal als Erwachsene nochmal angezogen. Sieht man einmal hier und hier ist das Kindermodell zu sehen. Für kleinere Patienten haben wir selbstverständlich auch so eins dabei. So sieht man nochmal den direkten Vergleich. Einmal das erwachsene Produkt und einmal das Kinderprodukt. So Freunde, ihr wisst jetzt bestens über das Stiffneck, über die Halskrause Bescheid, wann es angelegt wird, für was es da ist und wie es eigentlich funktioniert. All das haben wir euch im Video erklärt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Schaut morgen wieder bei uns vorbei. Morgen öffnet sich das nächste Adventskalendertürchen und das Abonnieren des Kanals nicht vergessen. Einmal die Glocke aktivieren. Was müssen wir noch machen? Kommentieren. Kommentieren und? Liken. Liken nicht vergessen, hervorragend. Nein, ich muss eigentlich sagen, kommentieren und Glocke aktivieren. Ja, das machen wir beim nächsten Video. Jetzt haben wir das ja schon drauf. Okay. Und Leute, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, kommentieren und Glocke aktivieren. Genau die drei Sachen müsst ihr tun. Und morgen sind wir wieder an selber Stelle für euch da und zeigen euch das nächste Produkt aus dem RTW. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend. Ciao, Freunde. Und noch Daumen hoch. 'Was ist das denn? Holgen, nerv hab ich mir eingeführt. Finger doch dran! Oh Gott, sind die Augen! Sauber! Was war das denn jetzt? Der Thomas liefert uns immer so schöne so Buttons, weißt du, die du immer so einspielen kannst, wenn es zum Lacher geht. Okay. So sieht das... Hallo, das ist hier voll an meinem Spenden. Ja, ja. So. Freunde, so sieht das Ganze dann aus. Wir haben einmal das Stiffneck angelegt. Meistens wird das Stiffneck in Kombination beispielsweise... Thomas, reiß dich zusammen, schwing uns ab! Das kann ich nicht sagen, weil das ist fachlich begrenzt, ja, nur richtig. Okay. No. Warte, ich würde es ganz kurz noch zu erklären oder... So, der Thomas zeigt euch jetzt. Der Stiffneck ist angelegt und so sieht sowas aus, wenn es fertig angelegt ist. War total Satz, aber. Okay.